Hallo, liebe Schüler, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr so eine doppelschalige, zellartige Form erstellen könnt. Wichtig ist, dass in diesen zwei verschiedenen Elemente miteinander gruppiert sind. Zwei Kugeln, die denselben Ausschnitt haben und an derselben Position vereint sind. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Zuerst nimmst du das Kreiswerkzeug und schaust, dass du genügend Seiten hast. Gib 40 Seiten mindestens ein, 40, und drück die Taste Enter, damit das gespeichert ist. Und jetzt stellst du dich hier auf den Mittelpunkt und du ziehst einen Kreis. Und dieser Kreis soll haben, sagen wir mal, 24 Meter. Und jetzt ziehst du noch einen Kreis und sagst, der soll haben 29 Meter und drückst die Enter-Taste. Jetzt hast du einen Ring und jetzt müssen wir noch einen Pfad machen, damit aus diesem Ring eine Kugel wird. Und zwar, du gehst auf den Kreis wieder und diesmal liegt der Kreis, aber du willst ihn stehend haben und drückst die Pfeiltasten. Und jetzt ziehst du einen viel größeren Kreis außen herum und es entsteht so ein Objekt. Du löscht hier einfach die Fläche weg, weil du ja nur diese Außenlinie brauchst, um diesem Kreis zu sagen, dass er sich so herumdrehen soll. Du klickst auf diesen Pfad und klickst jetzt auf das Follow Me Werkzeug und erstellst dir diese Kugel. Im Querschnitt schaut das Ganze schon so aus. Diese Ebene hier ist nichts weiter als die Schnittebene mit dem Boden hier. So, jetzt hast du diese Kugel und jetzt fährst du an die Seite und erstellst dir hier auf dieser oder auf dieser Linie, ganz egal wo, eine Form, eine Fläche und gibst ein oder gibst einfach ein 40, Semikolon 40 und ziehst daraus eine Quader, so eine Form, und diesen Quader musst du jetzt hier in die Mitte hineinstellen. Jetzt klickst du hier auf den Quader und aktivierst ihn so, wie er da ist. Dann nimmst du das Bewegen-Werkzeug und fasst ihn vielleicht am besten hier an. Dann gehst du näher in den Mittelpunkt zum Ursprung, zum Nullpunkt und ziehst ihn dahin. Und wenn dir gesagt wird, Nullpunkt erreicht, dann machst du einen Klick und lässt den Quader los. Jetzt gehe ich wieder aus dem Röntgenmodus raus und jetzt verschneide ich diese beiden Objekte. Das heißt, ich wähle jetzt einfach alles aus. Ich drücke die rechte Maustaste, ich sage Flächen verschneiden mit der Auswahl und jetzt haben wir die Flächen verschnitten. Jetzt klickst du hier bei dem Quader die einzelnen Flächen an und auch die Linien löscht du dann nachher. Bis zur letzten Linie entfernst du alle Linien und jetzt gehst du auf diese Form hier, die ausgeschnitten wird, klickst sie an und schon öffnet sich deine Kugel und jetzt klickst du noch einmal drauf und entfernst auch hier diese inneren Flächen und jetzt hast du schon mal die erste Kugel. Du ziehst einen Rahmen drumherum und gruppierst dir das Ganze und du blendest es aus. Du gehst auf Bearbeiten, Ausblenden.
Jetzt machst du das Ganze fast nochmal genauso. Du nimmst einen Kreis, du gibst aber diesmal ein den äußeren Radius, also 29. Und jetzt gibst du als zweiten Kreis ein 34. Und du löscht natürlich wieder den inneren Teil. Du ziehst auch wieder einen Kreis auf, der etwas größer ist. Wieder alles genauso wie beim ersten Mal. Du klickst den Kreis an, du nimmst das Follow-Me-Werkzeug. Noch einmal den Kreis anklicken, Follow-Me. So, dann entfernst du gleich diesen Kreis hier außen. Beide Kugeln liegen jetzt übereinander. Jetzt musst du aber wieder diesen Kubus herstellen und machst wieder genau dasselbe, einen Kubus von 40, Semikolon 40. Und auch nach unten ziehst du das auf. Mit dem Extrudieren-Werkzeug geht das wunderbar. So, jetzt wieder dasselbe. Wir nehmen die Röntgenansicht. Du kannst auch auf Ansicht gehen, Flächenstil und Röntgen. So, wir sehen wieder alles im Röntgenmodus. Wir klicken jetzt hier an, bis alles schön blau leuchtet. Dann nehmen wir das Bewegen-Werkzeug, stellen uns hier wieder hin und fahren da schön heran und stellen wieder dieses Stück in den Nullpunkt. Und machen wieder dieselben Aktionen. Ich gehe jetzt aus dem Röntgenmodus raus. Ich ziehe einen Rahmen drumherum und ich sehe auch sehr schön beim Verschneiden, dass sich hier dann eine Linie bildet. Ich klicke auf die rechte Maustaste, dann auf Flächen verschneiden mit der Auswahl und sofort sehe ich hier wirklich eine scharfe Linie und jetzt ist eben halt auch wirklich das Ganze verschnitten und ich kann das andere Element löschen, den Quader, und habe jetzt hier noch die zwei Flächen. Ich lösche hier wieder diese Fläche und auch diese Flächen. So, jetzt habe ich die zweite Kugel und jetzt werde ich die gruppieren. Alles anklicken, gruppieren. So, und jetzt blende ich die erste Kugel wieder ein. Jetzt habe ich zwei Kugeln und die muss ich auch noch einfärben. Das tust du, indem du dir die Kugel anklickst, die du einfärben willst. Diesmal ist die äußere. Du gibst vielleicht nur die äußere Fläche hier ein, nimmst den Farbeimer. Nimmst den Grün, dann vielleicht noch ein Grau und auch hier vielleicht ein Grau. Die innere Kugel kannst du nicht einfärben, weil du sie nicht ausgewählt hast. Und jetzt klicken wir dann auf die zweite Kugel, das ist diese. Klicken zweimal drauf, vielleicht auf die Innenseite, die du vielleicht gelb machen willst, und vielleicht willst du diese Fläche hier orange machen. Das kannst du machen, wie du möchtest. Jedenfalls hast du jetzt die Kugel erstellt. Du müsstest sie nur noch anheben, damit du sie aus dem Schnittpunkt mit dem Boden heraushebst. Du gruppierst beide, fasst sie zusammen, indem du sie nochmal gruppierst. Sie sind jetzt also doppelt gruppiert und jetzt kannst du sie anheben und du siehst sie schön über dem Boden schweben. Gut. Ganz zum Schluss solltest du nicht vergessen, dass du dein Element auch benennen solltest. Und die Elementinformationen gibst du ein mit Hülle.
Wenn du hier wissen willst, wie der Schattenverlauf ist bei deiner Hülle, dann bewegst du vielleicht die Schatten hier oder blendest dir die Schatten ein, indem du auf Fenster Schatten klickst. Dann öffnet sich ein Befehlsmenü, wo du zwei solche Elemente findest, mit denen du diese Schatten einstellen kannst. Gut, das war's für die Hülle. Wenn du jetzt wissen willst, wie das Virus gebaut wird, aus deinen Einzelteilen und aus dieser Kugel, dann schau dir einfach mein nächstes Video an. Da siehst du das, wie das funktioniert, dass dann dieses Video, dieses Virus daraus entsteht. Zusammen mit den Bauplänen und deinen Elementen, die du schon gebaut hast. Viel Spaß beim nächsten Video.